Ja, guten Abend. Mein Name ist Louis von Wunsch-Rolzhofen. Ich bin Pressesprecher des Deutschen Esperanto-Bundes. Und ich will was erzählen heute über die Frage, warum ist Esperanto erfolgreich? Möglicherweise fragen sich auch Leute, ob Esperanto überhaupt erfolgreich ist. Ich jedenfalls bin der Auffassung, es ist erfolgreich. Und warum lernen mehr und mehr Menschen Esperanto? Also der eine und nach meinem Verständnis außerordentlich wichtige Punkt, der vielleicht mehr Auswirkungen hat, als man so zu Beginn denkt, ist die Tatsache, dass Esperanto relativ schnell zu erlernen ist. Das war schon das Ziel von Ludwig Samenhoff, als er 1887 Esperanto veröffentlicht hat und in den 10, 20 Jahren vorher Esperanto entwickelt hat. Er wollte eine sehr einfach zu erlernende Sprache schaffen und man hat dann auch Schulversuche gemacht. Sicherlich ein Dutzend davon sind bekannt. Und seit 1925 und das Ergebnis lautet, dass man etwa ein Viertel der Zeit braucht, die man für andere Sprachen braucht, um das gleiche Niveau zu erreichen. Das gleiche Sprechniveau. Also ein ganz bekannter Psychologe mit seinem Team hat um 1930 festgestellt schon, dass man also mit 20 Stunden Esperanto in der Schule so viel erreichen kann wie mit 100 Stunden in anderen Sprachen wie Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Also das ist uralt. Und das gilt interessanterweise auch für Chinesen und Japaner oder Afrikaner, also Leute mit ganz anderen Muttersprachen, die nicht aus dem europäischen Bereich kommen, auch da ist es einfach die Struktur des Esperanto, die dafür sorgt, dass die Sprache relativ leicht zu erlernen ist. Und ich will das gleich mal zeigen. Also zunächst mal Saluton. Saluton heißt Hallo. Und das hat auch eine Struktur. Also Saluto ist ein Gruß und das O am Ende sagt, dass es ein Substantiv ist. Und Saluton, dieses N am Ende, ist der Akkusativ. Und ja, antworten Sie mir doch mal einfach mit Saluton im Chat, wenn Sie mögen. Ja. Gut, und oh, vielen, vielen Dank. Das haben ja viele gemacht. Ja, sehr schön. Dankeschön. Ist ja nicht so ganz leicht, wenn man hier so einen Vortrag hält, dann auch irgendwie so eine Reaktion des Publikums zu fühlen. So, das geht weiter. Mi estas Lu. Also, ich bin Lu. Kai wie? Und du? Oder und sie? Und daraufhin können Sie dann antworten: Mi estas. Und Sie können Ihren Namen einsetzen. Via nomo. Dein Name. Nomo ist Name. Auch wieder ein O für das Substantiv. Und wie ist das gleiche wie ja? Wie ist das gleich wie hier? Du und dein. Und das A am Ende bedeutet, das A am Ende ist ein Adjektiv, aber auch für das Personalpronomen. Sehr schön. Mir ist das, mir nomo ist das. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, prima. Okay. Mi loĝas en Berlin-Moabit. Ich wohne in Berlin-Moabit. In und loĝas. Loĝi heißt wohnen. Und das G mit einem Dach oben drüber, das ist so eine Spezialität des Esperanto, um auch Laute auszudrücken, die man im Lateinischen nicht hat. Das Lateinische hatte andere Phoneme als die Sprachen, die wir heute sprechen, auch als Esperanto. Und da gibt es eben dieses J, das gab es im Lateinischen nicht. Da ist ein G mit Dach, Lodgers. Kai wie und wie. Und dann können Sie also wieder sagen, ja, mi lodgers en. Und Ihre Via-Adresse, ne? Dein Name, deine Adresse. Via Lodge Locker. Nicht mehr dein Name, deine Adresse. Esperanto gibt es nur ein grammatisches Geschlecht. Ja, oder via Lodge Locker. Lodgy ist Wohnen. Lodge Locker ist der Wohnort. Locker ein Ort, wie lokal im Deutschen. Und sehr schön, vielen Dank. Und an diesen drei Sätzen kann man schon so ein bisschen ein paar Sachen erkennen, die im Esperanto, ja, ich mache noch einen vierten dazu. Esperanto estas internacia lingvo. Und dann erzähle ich Ihnen auch, wie das aufgebaut ist. Also estas ist, wie vorher, ich bin Esperanto estas. Nicht, das ist das gleiche As für die Gegenwart.
Also alle Verben, Lodgers, Esters, haben ein As als Endung in der Gegenwart und das ist also auch von dem Verb unabhängig. Das ist immer das Gleiche. Das macht diese einfache Grammatik aus. Und der nächste Punkt und eben, dass man auch die Struktur der Sätze gleich erkennt, nicht? As für das Verb in der Gegenwart oder O für die Substantive oder das A für die Adjektive. Und hier sieht man, wie was zusammengesetzt ist. Inter, natia. Inter heißt zwischen, natio, Nation. Und also das ist zwischen den Nationen, eine Sprache zwischen den Nationen. Und da hat Samenhoff natürlich geschickt das Gleiche gewählt, wie es im Deutschen auch heißt, international. Das hat er so zusammengesetzt. Und Esperanto, die Bezeichnung des Esperanto, ist auch zusammengesetzt. Esper, esperi, mi esperas, ich hoffe. Und Anto ist jemand, der etwas tut, ein Hoffender. Und Samov hat natürlich Esperanto auf den Weg gebracht als relativ junger Mann, so mit 27 oder so. Und natürlich war er ein Hoffender. Er hoffte, dass sich seine Idee verbreitete und von den Leuten akzeptiert wurde. Und in der Tat, also ich glaube, ein, zwei Jahre später gab es schon 500 Leute, die immerhin eine Zeitschrift in Esperanto abonniert haben. Ja, also dieses schnell zu lernen ist ganz wichtig fürs Esperanto. Wie gesagt, ein Viertel der Zeit. So, jetzt gucken wir uns mal den Lernaufwand an, wie der so ist. Also wenn man Muttersprachen wie Deutsch, Französisch, Englisch, also romanisch oder germanische Sprachen hat, dann kann man davon ausgehen, also ein Wochenende ist für die Grundlagen ausreichend und dann braucht man noch so ein oder zwei weitere Wochenenden, um das so ein bisschen einzuüben, für Konversation und so. Und dann kann man also in etwa sagen, so 30 bis 50 Stunden sind wirklich eine gute Basis, um an internationalen Esperanto-Treffen, Esperanto-Veranstaltungen teilzunehmen. Aber also es gibt auch Leute, die kommen ohne Esperanto-Kenntnisse dahin oder haben also 5 Stunden gemacht. Das geht also durchaus. Da muss man sich halt frühzeitig durchschlagen. Ja, es gibt bei YouTube vor ein paar Jahren, 2015, ist bei Duolingo ein erster Esperanto-Sprachkurs veröffentlicht worden. Ich antworte gleich auf die Frage. Es war Sprachkurs veröffentlicht worden auf Englisch, den mittlerweile so etwa 200.000 Leute pro Jahr, naja, wenigstens anfangen. Und dann gab es also gleich auch zwei YouTubes, Esperanto in 3 Days with Duolingo und in 6 Days. Das sind also Leute, da kann man mal einfach so gucken, zwei junge Frauen, die haben Esperanto gelernt und wie viel Esperanto die also können nach 3 beziehungsweise 6 Tagen. Die haben allerdings ja, sehr intensiv gearbeitet. Also die haben durchaus diese 30 Stunden an 3 Tagen untergebracht. So, Sie fragen, einer von Ihnen fragt, wie viele Menschen sprechen wirklich Esperanto? Also wenn wir das mal mit wirklich wörtlich nehmen, also ich sage mal, sich auf Esperanto unterhalten können, so eine normale Alltagsunterhaltung, können sicherlich ein paar hunderttausend Menschen, das können sicherlich ein paar hunderttausend Menschen und ich nehme eigentlich auch an, dass die das von Zeit zu Zeit tun. Ein paar Millionen Menschen haben sicherlich Esperanto gelernt. Bei Duolingo sind so etwa 700.000 Leute, die pro Jahr also mindestens mal eine Lektion machen. Und in früheren Jahren gab es natürlich auch schon Leute, die das gelernt haben. Also das kann man so annehmen. Und was mit den slawischen Sprachen? Ja, die sind vergleichsweise wenig vertreten im Esperanto, vielleicht so 5%. Mir fallen eigentlich immer nur zwei Wörter ein im Esperanto. Das eine ist kolbaso, das ist eine Wurst, kolbasa. Ich glaube, das wäre jetzt Russisch, ja. Und dann gibt es nepre, unbedingt. Das kommt aus den slawischen Sprachen. So, dann hat noch jemand gefragt, wenn man Ido und Esperanto lernen, was sollte man zuerst, upsala, was sollte man zuerst lernen? Und das kann ich Ihnen nicht wirklich sagen, ob man erst Esperanto oder erst Ido lernen sollte. Machen Sie das, wie Sie Lust haben. Der Kernunterschied zwischen Esperanto und Ido ist, dass es sehr viel mehr Menschen gibt, vielleicht 100-mal so viele, die Esperanto sprechen, da können Sie wirklich sehr viel mit anfangen. Ido ist so für praktische Zwecke nicht so geeignet. Der Weltkongress der Ido-Sprecher hat vielleicht 20 Menschen und der Esperanto-Sprecher, der hat dann halt 2.000 oder 3.000. So, jetzt möchte ich aber doch weiterkommen mit dem Vortrag, sonst komme ich da zum Ende nicht fertig. Ja,
die Geschichte mit der Sprachengerechtigkeit ist ein nächster Punkt bei Esperanto. Und zwar denke ich, dass Esperanto der Sprachengerechtigkeit dient, nicht unbedingt so genau dadurch, dass also die Wörter alle aus allen Sprachen der Welt kommen. Sicherlich ist das ein bisschen ungerecht, dass das hauptsächlich europäische Sprachen sind und also ganz wenige Wörter, vielleicht mal von Kimono für ein Kimono abgesehen, also irgendwelchen typischen asiatischen Wörtern ist es aus anderen Regionen der Welt sehr wenig. Aber es gibt was anderes, und zwar gucken wir uns mal diese Tabelle an, die ich hier gemacht habe. Wenn man an der Schule Englisch lernt als Gymnasiast, da hat man so etwa 1500 Stunden Unterricht in Englisch. Und damit hat man so ein einigermaßenes Niveau im Englischen. Ich habe gesagt, das ist so etwa ein Viertel im Esperanto, also um die 400 Stunden. Das möchte ich jetzt nicht beschwören, das können auch 300 oder 500 sein, aber so in der Größenordnung liegt das wohl. Die Englisch-Muttersprachler, das wird oft beklagt, die haben also das Englische einfach so gratis und mit Esperanto sind sie gleichberechtigt. Aber das ist für mich nicht so der wesentliche Punkt, sondern ein wesentlicherer Punkt sind die Leute, die aus anderen Sprachen kommen. Denn das Englische ist für uns zwar vergleichsweise leicht, aber Leute, die Russisch, Polnisch oder Ungarisch zum Beispiel als Muttersprache haben, die müssen statt unseren 1500 Stunden eher schon so 2000 oder 3000 Stunden aufwenden. Und wenn jemand Chinesisch oder Japanisch oder Vietnamesisch oder Koreanisch und so weiter und so fort als Muttersprache hat oder Arabisch, dann dürfte das eher in der Größenordnung von 4000 bis 5000 Stunden liegen. Also diese 4000 bis 5000 Stunden habe ich durchaus gelesen von Japanern, die Englisch gelernt haben, die das so abschätzen. Mit Esperanto ist das auch etwa ein Viertel, weil auch für die diese Strukturerleichterungen ja gelten. Und dadurch lernen die eben Esperanto auch weitaus schneller als das Englische. Es gibt nicht die unregelmäßige Aussprache im Englischen und solche Sachen. Und der Punkt beim Esperanto ist, wie man hier sieht, die Unterschiede zwischen beispielsweise 1500 und sagen wir mal hier 4500 Stunden sind also sehr groß. Das sind hier 3000 Stunden Unterschied. Im Esperanto ist das weitaus geringer. Wenn wir von diesen 400 zu 1200 Stunden ausgehen, dann sind das 800 Stunden. Das macht nicht so viel aus. Das Ergebnis lautet, dass diese Sprecher dem Englischen ferneren Sprachen nicht so häufig Englisch lernen. Das sieht man schon in der Europäischen Union. In Ungarn haben so etwa 20% der Bevölkerung ausreichende Englischkenntnisse. In den Niederlanden sind das 90%. Und wenn man in ferne Länder geht, wie also China, sicherlich auch Russland oder Japan oder Brasilien oder so, die also fernweg sind und teilweise also auch sehr viel komplizierter, sehr viel weiter entfernt sind mit den Sprachen vom Englischen, dann sind die Prozentsätze weitaus geringer. Das Englische funktioniert da nicht so richtig als internationale Sprache. Und beim Esperanto ist das Ganze gleichmäßiger. Und demzufolge ist die Esperanto-Sprecherschaft weitaus besser hat sie sehr viel mehr Sprecher aus vielen verschiedenen Ländern. Also es ist nicht so, dass die Engländer und die dem Englischen nahe sind, ein großes Übergewicht bilden, sondern es gibt eben eine große und spürbare Anzahl von Leuten auch aus anderen Ländern. So, ich wollte noch darauf hinweisen, wer schon Englisch gelernt hat, der lernt natürlich auch schneller Esperanto. Und die Unterschiede sind dann natürlich noch deutlicher. Also dann hat man vielleicht nur noch ein Zehntel dieses Anfangsaufwands für das Englische. Englisch ist, auch wenn was anderes gesagt wird, in sehr vielen Fällen ein Wegbereiter für das Esperanto. Die Leute lernen Englisch, weil sie dazu verpflichtet werden und weil das sicherlich auch wirtschaftlich für Studium, für Bildung und so weiter eine wichtige Sache ist. Und dann anschließend denken sie, oh Gott, dieses Esperanto klingt doch ganz vernünftig, würde ich auch ganz gerne lernen. Und insofern ist das Englische, also zum Beispiel die Leute, die heutzutage in Indonesien oder in Vietnam oder in Nepal oder in Burundi oder in solchen Ländern in den letzten Jahrzehnten angefangen haben, Esperanto zu lernen, die haben natürlich in großem Maße, sind es Leute, die irgendwie Bildung haben und die eben auch schon Englisch können. Und deswegen lernen die schneller Esperanto.
Das ist natürlich ein Effekt, der bei allen Sprachen gegenseitig stattfindet. Ein Punkt, der für Esperanto spricht, und das fühlen viele Leute durchaus, ist, dass das Englische eben von den Inhalten her in starkem Maße das Denken in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien wiedergibt. Und das sieht man daran, dass man, wenn man sich einfach die Texte auf Englisch anguckt, die wir lesen und aufnehmen, bei den Romanen, bei den Filmen, bei den Liedern, sehr viel von denen werden in den USA oder in Großbritannien geschrieben von Englisch-Muttersprachlern. Es kommt ganz selten vor, dass ein Deutscher sich entscheidet, er möchte jetzt gerne auf Englisch seinen Roman veröffentlichen. Die werden teilweise aber im Vergleich sehr wenig übersetzt auch ins Englische. Das Englische nimmt da nicht so wahnsinnig viel auf. Wenn man jetzt weiterguckt, wie das ist mit mit den Inhalten, die man auf Englisch erwerben kann, bei den technischen und wissenschaftlichen Fächern ist das deutlich unterschiedlich je nach Fach. Also sicherlich kann man davon ausgehen, dass in den Naturwissenschaften vielleicht nur 50% der Texte von Englisch-Muttersprachlern geschrieben werden, weil eben viele, weiß ich was, deutsche, französische, skandinavische Wissenschaftler auf Englisch veröffentlichen. In den Geisteswissenschaften ist das durchaus eher so, dass die Leute viel in ihren Muttersprachen veröffentlichen und dementsprechend ist also der Anteil der Englischsprecher groß. Man wird also, ja, man kann, wenn man also Englisch lernt, in starkem Maße das lesen, was die Muttersprachler des Englischen veröffentlichen und das, was Leute aus anderen Ländern, speziell auch aus Ländern, die vielleicht ferner vom Englischen sind oder die vergleichsweise groß sind, also Sprachregionen, die vergleichsweise groß sind, wie der chinesische oder spanische Raum, die dringen nicht so stark in das Englische ein, sodass das Englische eine ziemlich einseitige Sicht der Welt vermittelt. Nicht? Die Englisch-Muttersprachler machen so etwa 5,6% der Weltbevölkerung aus. Und der große Rest ist im Englischen nicht sehr stark vertreten. Also ganz bestimmt nicht in dem Maße, in dem das angemessen wäre, dass der Anzahl entspricht. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Hier sagt jemand, das Englische, schreibt mir jemand, das Englische sei faktisch überall. Das ist in gewisser Weise richtig. Das gilt jedenfalls in Deutschland. Das gilt aber nicht unbedingt in einem Land wie Kolumbien oder so. Ein Freund von mir hat in Kolumbien Architektur studiert. Der hat mir zwei Dinge mitgeteilt. Erstens, die Dozenten haben nicht etwa in den USA studiert, sondern sehr häufig in Spanien studiert. Und zweitens, die Texte waren natürlich im Wesentlichen auf Spanisch. Es ist nicht so, dass man sich da sehr viel mit Englisch auseinandersetzen muss. Das ist für so ein Fach fakultativ. Esperanto ist eine wirklich internationale Sprache. Die Esperanto-Sprecher, das sind die, die Esperanto gelernt haben, und das sind Menschen aus über 120 Ländern weltweit und entsprechend bunt ist das auch. Die Esperanto-Literatur kommt eben auch aus Dutzenden von Ländern. Das ist auch weltweit verteilt und man kann das an einem Beispiel sehen. Clemens J. Setz, ein 38-jähriger Schriftsteller, der gerade ein neues Buch veröffentlicht hat, Die Bienen und das Unsichtbare, da stellt er die Literatur in Plansprachen vor, also in Sprachen wie Volapük oder Ido oder Esperanto. Er hat sich da sehr reingekniet, hat da viele Sprachen gelernt und auch Esperanto-Literatur, Esperanto-Poesie vor allen Dingen wird vorgestellt auf etwa 130 Seiten oder so. Und die Autoren, die er da vorstellt, da sind zwei aus Großbritannien, aus Polen, aus Russland, sogar zwei, glaube ich, oder nee, nein, aus Ungarn sind wieder zwei, aus Kroatien, aus Spanien. Also man sieht alleine schon daran, dass die Esperanto-Literatur von vornherein viel internationaler angelegt ist als das Englische. Also unbestritten, dass die englische Literatur viel, viel größer ist als die Esperanto-Literatur. Aber die Breite, die Internationalität, die ist beim Esperanto sicherlich unübertroffen. Die Bemerkung in der IT sei das englische Standard ist schon richtig, aber die IT ist ja nicht das ganze Leben, sondern das ist nur ein gewisser Teil des Lebens. Esperanto ist jedenfalls eine, wie ich finde, wirklich internationale Sprache.
Man könnte denken, das kann man auch überall lesen, dass Esperanto würde sich ja gar nicht verbreiten und es würde sogar abnehmen. Das wird mir immer wieder erzählt und ich gucke mir dann einfach die Zahlen an. Genauer gesagt, auf die zu der Vermutung, dass Esperanto sich in Wahrheit eher verbreitet und dass die Zahlen das sehr deutlich belegen, bin ich vor etwa 20 Jahren gekommen und ich habe vor etwa 12 Jahren angefangen, in der Esperanto-Wikipedia alle möglichen Zahlen zu sammeln zu dem Thema. Statistico de Esperantujo, falls jemand mal da reingucken möchte. Und beispielsweise eine Sache ist bei Duolingo, da sind mittlerweile Esperanto-Kurse auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch. Und in der Summe gibt es so etwa 700.000 Lerner und Lernerinnen. Eine chinesische Version ist in Vorbereitung, die sind so bei 60, 70%, also vielleicht in 2 oder 4 oder 6 Monaten. Und man kann einfach nur sagen, so viele Lernerinnen hatte Esperanto noch nie in seiner Geschichte. Das ist sehr, sehr eindeutig. Man kann auch mal einfach eine Google-Suche nach Esperanto machen, dann hat man etwa, also ich habe jedenfalls heute 108 Millionen Treffer gehabt, das schwankt unheimlich. Also ich habe da auch schon 200 Millionen Treffer gehabt oder 60 Millionen, das kann man nicht so sehen. Aber mal so im Vergleich, also Obama hat 300 Millionen etwa und Merkel hat etwas weniger als Esperanto. Also so völlig unbedeutende Geschichte scheint Esperanto nicht zu sein, auch heute nicht. Dann möchte ich noch ein paar Beispiele aus den letzten Jahrzehnten bringen, wie sich Esperanto so weiterentwickelt hat. Also zum Beispiel 1990 wurde Esperanto in der katholischen Kirche als Sprache von Messen anerkannt. Also die Messtexte wurden da genehmigt. 1993 ist das damals gegründete Esperanto-Pen-Zentrum bei Pen International aufgenommen worden und Esperanto ist damit sozusagen als Literatursprache anerkannt worden. China hat immer schon Esperanto sehr stark unterstützt. Das hängt damit zusammen, dass Esperanto immer schon eine große Rolle in der Arbeiterbewegung gespielt hat, schon in den 1920er Jahren in Deutschland und in Russland, vielen anderen Ländern. Und die haben seit den 50er Jahren haben die Zeitschriften in Esperanto veröffentlicht und haben Radiosendungen gemacht und Bücher veröffentlicht, Dutzende von Büchern. Und seit 2001 gibt es tägliche Nachrichten in Esperanto aus China. Nicht? Auf dieser Adresse esperanto.china.org.cn kann man also jeden Tag so 3, 4 Nachrichten in Esperanto lesen aus China. Ach so, ein bisschen haben sie auch noch Weltnachrichten, aber sehr wenig. Google Translate hat seit 2012 auch Esperanto, bietet das an. Da kann man das also übersetzen lassen. Das ist nicht immer so von höchster Qualität, aber oft versteht man es ein bisschen. Polen hat 2014 Esperanto als immaterielles Kulturgut anerkannt, als Träger der Esperanto-Kultur. Es gibt eine Esperanto-Wikipedia, so seit etwa 2002, 2003 und mittlerweile hat die also etwas mehr als 250.000, ich glaube 280.000 Artikel oder so. Und in Ungarn gibt es seit 2001 staatlich anerkannte Esperanto-Prüfungen in größerem Maße und in diesen 20 Jahren gab es etwa 38.000 solche Prüfungen in Ungarn. Der Hintergrund, warum das damals ein bisschen zugenommen hat, war, dass Esperanto als eine Sprache anerkannt worden ist an den Universitäten und Hochschulen, wenn man einen Sprachennachweis führen möchte. Die Ungarn sind irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass es doch gut sei, wenn die Studenten eine oder zwei Fremdsprachen nachweisen würden. Und dann wurde halt auch Esperanto zugelassen. Ja, ach so, genau. 2019 hat Kroatien mehr oder weniger das gleiche gemacht wie Polen 2014 und hat die haben das formuliert als, sie erkennen die Esperanto-Tradition als ein Kulturgut an. Ja, soweit mein Vortrag. Jetzt sind wir bei, genau, 18:39. Da bin ich doch noch einigermaßen in der Zeit. Und bin gerne bereit, ja, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, bin gerne bereit, nochmal auf weitere Fragen einzugehen, die Sie mir gerne hier schriftlich geben können. Und in Kürze werde ich auch nochmal ganz kurz in diesen Chat gehen. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was erzählt habe zu Esperanto und nicht allzu weit weg gewesen bin von dem, was Sie so erwartet haben. Aber das können Sie mir schreiben. Danke.
Also, dann antworte ich doch mal gleich auf die ersten Fragen. Wo kann man Esperanto nutzen? Also, es gibt, ja, Esperanto kann man mehr oder weniger in allen Bereichen des täglichen Lebens nutzen. Es gibt, man kann es im Internet nutzen. Es gibt bei Facebook ein paar hundert Esperanto-Gruppen, eine große mit vielleicht 20.000 Teilen, also angemeldeten Teilnehmern. Ich weiß nicht, wie viele daran teilnehmen. Man kann zu Esperanto-Veranstaltungen fahren, man kann Musik hören in Esperanto, man kann Bücher lesen in Esperanto, man kann Leute besuchen. Es gibt so einen sogenannten Passporta Servo, da sind Leute eingetragen, die gerne Besuch haben, die einen übernachten lassen, meistens kostenlos. Das ist eine Sache. Jemand fragt mich, ob ich, nee, ich kann das ja sogar lesen, Ronja. Ob ich dazu raten würde, Esperanto zu lernen. Also, ob jemand Esperanto lernen möchte oder nicht, das soll er eher selber entscheiden. Aber ich würde sagen, ich würde jedermann raten, mal 1 oder 2 Stunden Esperanto zu lernen. Das würde ich wirklich sagen. Da finde ich, das gehört ein bisschen zur Allgemeinbildung dazu, dass man so ein gewisses Gefühl dafür kriegt, wie Esperanto aufgebaut ist. Das jedenfalls. Und ansonsten, wenn man gerne durch die Lande reist, wenn man gerne mit Leuten aus dem Land, in Verbindung ist, dann würde ich in der Tat dazu raten, sich das durch den Kopf gehen zu lassen. Der Aufwand ist nicht riesig, man kommt da schnell rein und man lernt gut weiter, wenn man andere Leute kennenlernt. Es gibt Videos oder Filme auf Esperanto, ja, eine ganze Menge. Also es gibt so eine Liste von etwa 3000 oder eine Sammlung von etwa 3000 Liedertexten. Also man kann davon ausgehen, dass ja mittlerweile vielleicht 3.500, 4.000 Lieder es in Esperanto gibt. Und bei YouTube muss man einfach nur Musik Esperanto eingeben. Dann wird man eigentlich überschüttet mit einer ganzen Menge, die teils gefallen werden und teils nicht gefallen werden. Es gibt auch, ja, es gibt ein paar Filme auf Esperanto. So der erste ist irgendwie in den 50er Jahren entstanden. Goroy, dann gibt es einen leider von der Aussprache her nicht so geglückten mit William Shatner. Der hat irgendwie bei, oh, ich weiß nicht mehr, Enterprise, irgend so einen Weltraumfilm mitgemacht, den ich leider nicht kenne. Ansonsten, ja, gibt es immer mal so kleine Filmchen. Es gibt auch manchmal eine Übersetzung. Also Mephistopheles ist synchron gesprochen. Und viele Filmchen, also muss man einfach bei YouTube gucken gehen. Das G mit Dach schreibt man, indem man über das G einen Zirkumflex oben drüber pinselt. Das ist nichts Besonderes. Ja, genau, die nächste Frage ist, ob es sich lohnt, Esperanto zu lernen. Ich denke schon. Also denke, für mich hat es sich gelohnt. Ich habe im Laufe von 40 Jahren, habe ich mal so abgeschätzt, vielleicht so etwa 30.000 Stunden Esperanto gesprochen und das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, das muss ich sagen. Ja, die nächste Frage ist, ob der Vortrag ich muss hier ein bisschen hochrutschen, auf Video verfügbar sein wird. Ja, der ist aufgezeichnet und das wird es anschließend geben. In Berlin gibt es durchaus eine Esperanto-Community, die sich, bevor diese Corona-Maßnahmen waren, auch regelmäßig getroffen hat. Esperanto.berlin ist die Adresse. Da gibt es Hinweise darauf, wo man sich hier in Berlin trifft oder leider jetzt gerade nicht trifft. Und da gibt es auch Artikel über Esperanto. Könnte IDO irgendwann die Bedeutung strittig machen, da womöglich größere Tastaturkompatibilität und so weiter. Ach, also ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Es ist außerordentlich schwierig, so eine Sprachgemeinschaft zu gründen und diese Sprachgemeinschaft dann auch noch zu vergrößern. Also meine Schätzung ist, dass so eine Sprachgemeinschaft, selbst die Esperanto-Sprachgemeinschaft, dass die sich nur mit ein paar Prozent pro Jahr vergrößert, so 5 oder 7. Da gibt es nicht den riesengroßen Sprung nach meinem Eindruck. 5% Wachstum ist schon eine ganze Menge. Und das mit der Tastatur, das ist nicht so kompliziert. Ja, ich gebe zu, man muss da einen Zirkumflex draufsetzen.
Sachen, aber dieser Zirkumflex, ach so, das war vielleicht die Frage vorhin. Man pinselt den da drauf. Also ich habe eine Tastatur, wo ich ein X hinten nachsetze. Das kann man sich irgendwo runterziehen. Da gibt es dann irgendwo, muss man bei Google suchen, Esperanto Überzeichen und dann, also bei mir ist es so eingerichtet, wenn ich ein G und ein X hinten nachsetze, dann kriegt das G ein Zirkumflex oben drüber. Und genauso, es gibt dann auch noch ein S mit Dach oben drüber und so weiter. Also ich S mit H. Und auf meiner Linux-Tastatur muss ich Alt-Grirre und dann die Alt-Grafik und dann den Buchstaben machen. Dann pinselt das auch dieses Dach oben drüber. So, damit ich heute noch fertig werde, Sekunde. Ich glaube, ich nochmal die beiden ersten Folien zeigen könnte. Ja, kann ich gleich machen. Moment. Ja, genau, das war eine Antwort auf jemanden. In welchem Land sprechen am meisten Leute Esperanto? Moment, ich mache erst nochmal hier, das ist ja nicht so wahnsinnig aus. Oh, voilà. So, jetzt gehe ich nochmal hier an den Anfang. Entschuldigung, warum ist Esperanto erfolgreich? Klein. Das war das Richtige, genau. So, wahrscheinlich. Ja, so. Dieses Blatt war das? Ich hoffe es jedenfalls mal, ja. Ich lasse jedenfalls erstmal das bestehen. So, die meisten Leute Esperanto, das kann man nicht so wirklich leicht sagen. Es ist so, dass je kleiner das Land, desto größer der Prozentsatz ist. Also die beiden extremen Beispiele sind, sicher kann ich sagen, kann ich es nur an den Mitgliederzahlen des Esperanto-Weltbundes sagen, aber die beiden Extreme, die mir so im Kopf sind, das ist Island, die haben so etwa 300.000 Einwohner und haben irgendwann, als ich mal drauf geguckt habe, etwa 24 Mitglieder beim Esperanto-Weltbund gehabt. Das sind also 24 durch 3 sind 8, etwa 80 oder 70 vielleicht pro Million Einwohner. Und in den USA hatten sie bei 300 Millionen Einwohnern etwa 300 Mitglieder, also das ist einer pro Million. Weil halt, wenn man Isländisch als Muttersprache hat, man ziemlich darauf angewiesen ist, dass man mit Leuten, dass man irgendwie eine weitere Sprache lernt. Das heißt, die werden wahrscheinlich alle sowieso Englisch lernen und ergänzend kommen sie dann auf die Idee, auch noch Esperanto zu lernen. Und genauso ist es in Ländern wie Finnland oder wie Belgien, da ist der Prozentsatz deutlich höher. In so einem Land wie Deutschland ist der in der Mitte. Und das führt dazu, dass also einerseits, dass die großen Länder nicht so wesentlich größer sind. Also sagen wir mal, genau, die USA haben vielleicht, ja, Deutschland hat vielleicht 600 Mitglieder beim Esperanto-Weltbund, Frankreich auch etwa Größenordnung 600 und Belgien hat vielleicht durchaus 300 Mitglieder. Also das gleicht sich alles so ein bisschen aus. So. Danke, der Vortrag hat Sie interessiert und das Interesse geweckt. Genau, also es gibt viele, viele Filme in Esperanto. Wie sich Esperanto heute weiterentwickelt. Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Also, wie kommen neue Wörter ins Esperanto? Das habe ich noch nicht erwähnt. Also, das geht so, dass ja, es taucht irgendwie ein Begriff auf und man weiß nicht so recht, wie man das in Esperanto ausdrücken soll. Beispielsweise sind irgendwann irgendwelche Handys aufgetaucht, ne? Im Deutschen so. Jetzt ach, das ist die falsche Seite, ja. Und dann hat man sich die Frage gestellt, wie man das ausdrückt in Esperanto. Da gab es dann verschiedene Vorschläge, zum Beispiel Portebla Telefono, also tragbares Telefon, oder Mobila Telefono. Und das, was sich letztlich durchgesetzt hat, ist Posch Telefono, Taschentelefon. Das gibt es auch in irgendwelchen Sprachen, ich weiß nicht, vielleicht im Finnischen oder im Isländischen oder so. Also Taschentelefon ist der Esperanto-Ausdruck für ein Handy. Und ein Laptop ist ein Teko-Komputilo. Teko ist eine Aktentasche und Komputi ist ja so elektronisches Rechnen und Komputilo ist ein Rechner. Also das entwickelt sich dadurch, dass Leute feststellen, es fehlt ein Wort und dann schaffen sie eins und dann fangen die anderen an, das auch zu nutzen oder die anderen machen einen anderen Vorschlag. Und irgendeines fernen Tages, so 10, 20 oder 30 Jahre später, gibt es dann eine Esperanto-Akademie
die sich den Kopf kratzt und sich die Frage stellt, ob denn dieses Wort auch wirklich gut ist oder nicht so gut und irgendwelche neuen Esperanto-Wortstämme, die man manchmal auch braucht. Nicht immer kriegt man es mit den alten zustande. Die werden dann also sozusagen heilig gesprochen, offizialisiert, nennt sich das. Offiziell, also der offiziellen Liste von Esperanto-Stämmen angefügt. So. Seit Beginn der Pandemie haben viele begonnen, Esperanto zu lernen und bei den virtuellen Treffen unserer Gruppe in Hameln haben schon etliche teilgenommen. Erst nur ganz verzagt mit ein paar Sätzen, aber jetzt bereits ganz flüssig. Einige halten sogar schon selbst Vorträge. Ja, das ist nun wirklich eine Eigenschaft von Esperanto, dass man ausgesprochen flott reinkommt. Ja. Also ich weiß noch, als ich selber angefangen habe, Esperanto zu lernen, habe ich diese Frage, ob man Esperanto nun wirklich so schnell lernen kann, das hat mich sehr interessiert. Deswegen habe ich also Buch geführt und ich bin auf etwa 25 Stunden, also 6 Stunden Unterricht und etwa 20 Stunden selber gekommen für den ersten Esperanto-Kurs und dann konnte ich eigentlich an den monatlichen Treffen im Saarland teilnehmen und mich mit anderen unterhalten. Natürlich fehlte mir da immer wieder ein Wort, aber das geht sehr schnell. Gibt es wissenschaftliche Fachkongresse, bei denen Vortragssprache Esperanto ist, zum Beispiel Medizin etc.? Also es gibt eine medizinische Esperanto-Vereinigung. Die Kurzform weiß ich, UMEA, das heißt wahrscheinlich sowas wie Universala Medicina Esperanto Asocio. Die machen durchaus auch Kongresse, die haben auch durchaus eine Zeitschrift. Und das Gleiche gibt es auch, es gibt eine ISAI, Internacia Scienza Asocio Esperantista, die trifft sich auch so einmal im Jahr für eine Veranstaltung, aber vielleicht die Veranstaltung wird gar nicht von denen organisiert, aber egal. Jedenfalls, das gibt es und es werden dann auch die entsprechenden Vorträge veröffentlicht. Ja, also das gibt es, das ist nicht so. Hier ist ein Beitrag, der sagt, ich sehe Esperanto als Hobbysprache. Das ist aber nicht abfällig gemeint. Im Grunde genommen kann ich das so bestätigen. Also es ist einfach ein schönes Hobby, wie ich finde, dass man eine Sprache hat, dass man eben Zugang hat zu Menschen aus anderen Ländern mit einer gemeinsamen Sprache. Und also ich finde wirklich auch diese Esperanto-Sprachgemeinschaft ist etwas ziemlich Besonderes. Also dass sich so Menschen aus allen möglichen Ländern zusammentun und eine gemeinsame Sprache haben, direkten Zugang zueinander haben. Ich glaube, das hat die Welt sonst nicht so wirklich gesehen. Ja. Vielen Dank, ja. Genau, irgendjemand gibt hier den Hinweis auf Universala Medicina, also auf die Medizinvereinigung. Gibt es öffentliche Schulen, in denen Esperanto als dritte Sprache unterrichtet wird? Also in Herzberg gibt es ganz sicherlich Esperanto-Unterricht. Es gibt von Zeit zu Zeit an irgendwelchen Schulen mal Esperanto-Unterricht, wenn irgendein Lehrer Esperanto spricht. Das geht an manchen Schulen dann relativ einfach, weil einfach irgendwie in der Arbeitsgemeinschaft Esperanto angeboten wird und an anderen Schulen gibt es, das ist ja in Deutschland ganz, ganz selten, gibt es dann irgendeine Kultusbürokratie, die sich die Frage stellt, ob das wirklich gut ist und dann wird es also manchmal erfolgreich unterbunden, ja. Aber in vielen, also von Zeit zu Zeit gibt es das irgendwo. Ich kenne sogar jemanden, der hat mit Esperanto sein Abitur gemacht in Hamburg. Der hat also irgendwie zustande gekriegt, dass das also ein Prüfungsfach im Abitur war. Hier ist noch, genau, jemand hat sehr nett Hinweise noch gegeben. Ja, Expolingua, genau. So, ja, ich glaube, wie sieht das denn aus? Wir sind hier um ja, 18:53 Uhr. Ich vermute, so langsam muss ich auch zum Schluss kommen, wenn jetzt hier noch nicht noch eine allerletzte Frage ist. Genau, hier gibt es noch einen Hinweis über den Esperanto-Kalender. Vielen Dank. Ja, es gibt noch unseren Chat, also ich kann mich gleich in den Chat begeben und ich denke, wenn hier kein wesentlicher Widerspruch mir in der Diskussion im Chat auftaucht, dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich auch sehr herzlich für alle Ihre vielen Fragen und ich hoffe, dass ich sie wenigstens im Wesentlichen habe beantworten können. Ja, nochmal vielen Dank für all Ihren Dank. Sehr lieb.
Ja.